Nordkoreas Staatschef Kim Jong-il hat offenbar einen Schlaganfall erlitten. Das berichten die Geheimdienste der USA und Südkoreas. In dem kommunistischen Land selbst ist Kims Gesundheit ein Staatsgeheimnis. Und noch immer herrscht hier Personenkult um Kim Il-sung, den Vater des jetzigen Machthabers. Der sogenannte große Führer Nordkoreas starb vor 14 Jahren. Doch viele Menschen sind ihm weiterhin sklavisch untergeben. Die von ihm begründete Gesellschaft gehört zu den isoliertesten der Welt. Aufpasser beschatten im Auftrag der Regierung jeden Fremden. Wir tragen Kim Il-sungs Bild ständig in unseren Herzen. Aber immer wenn wir herkommen, habe ich das Gefühl, ich würde ihn höchstpersönlich treffen. Das kommunistische Land entstand aus dem Krieg. Inzwischen besitzt Nordkorea Atomwaffen. Um das Atomprogramm wird immer noch gerungen, mit dem Westen und mit dem anderen Teil Koreas. Aber es gibt auch Zeichen des Wandels. Im Februar gaben die New Yorker Philharmoniker ein historisches Konzert in Pjöngjang. Für Journalisten wurde dazu eine der seltenen Touren mit allen Eigenheiten der Stadt organisiert. Die nächste Station ist die Nationalbibliothek, in der Besuchern die Parteilinien nähergebracht wird. Unsere große Studienhalle des Volkes ist keine einfache Nationalbibliothek, sondern der zentrale Ort zur Bildung der gesamten Gesellschaft. 100 Millionen Dollar wurden in den Bau investiert. Wir haben nur wenig Zeit. Folgen Sie mir bitte in den ersten Stock. Kim Il-sung hat in der offiziellen Geschichtsschreibung seinen Platz als großer Visionär. Er wird aber auch als Mann mit Blick fürs Detail und hilfreichen Ideen gewürdigt. So bewahrte er sogar diese Studenten vor Rückenschmerzen. Der große Führer und Genosse Kim Il-sung setzte sich auf einen Stuhl und lehrte uns, dass der Schreibtisch für unsere Leser bequem eingestellt werden sollte, entsprechend der Sitzhöhe. Die Tischplatte sollte geneigt werden, damit das Lesen bequem ist. Kim Il-sungs Porträt hängt in allen Räumen, auch in diesem Englischkurs. Neben ihm sein Sohn Kim Jong-il, der ihm 1994 nachfolgte. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin Single. Seine Atomwaffensilos hat Nordkorea versteckt. Dafür zeigt das Land ein anderes unterirdisches Wunderwerk, sein U-Bahn-Netz. Es liegt so tief unter der Erde, dass es angeblich auch als Bunker dient. Zwar gibt es nur zwei U-Bahn-Linien, aber für den ewig präsenten großen Führer ist ihre Pracht bereits ein Zeichen der goldenen Zukunft, die er einst versprach.